Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, und ich bin hier gerade im Nether und ich habe gerade hier drei Wither Skeletons gesehen, die wir uns jetzt alle mal schnappen werden, denke ich mal. What the fuck? Vorausgesetzt, wir gehen nicht vorher drauf. Mann, die sind schon so schwierig. Drecks. Sackgatter. Stirb jetzt. Wie die anderen das verschwinden in der Zwischenzeit. Das wäre nicht gut. Hallo, ich will nicht auf dich schießen, weil ich Angst habe, dass du sonst runterfällst. Oh, verdammt, nur Kohle gedroppt. So, einer war da vorne noch. Und da ist noch einer. Sehr, sehr gut. Ich habe vorher schon, ja, 10 Minuten oder so, was suche ich schon. Nicht auf mich, verdammt. Kleiner Pisser. Ah, ich sehe nix. Aber ein Wizard-Dingsens haben wir immer noch nicht. Vorne ist noch einer. Ich will unbedingt so Wither-Scheiße haben. Nein. Oh. Oh, das sind ja richtig viele. Ich dachte, die sind total selten. Aber mich nervt gerade das da hinten ein bisschen. Okay, jetzt weiß ich, was selten ist. Die Köpfe sind selten. Was bolzt denn da schon wieder auf mich? Ja, genau. Stirb. Der Bogen ist One-Shot-Kill bei den... ja, Ghasts. Was richtig geiles. Aber nach Dingen sieht es nicht aus, nach Erfolg hier. Ich weiß nicht, wie hoch die prozentuale Wahrscheinlichkeit ist, dass man so ein Wither Squill oder wie die auch immer heißen, bekommt. Aber ich vermute mal ziemlich niedrig. Wow, Sucker. Schalten wir mal den Blaze Spawner da vorne aus. Oh, da ist ja noch einer. Immer noch kein. Das ist richtig schade. Ich hätte eigentlich schon gehofft, dass wir vielleicht diese Folge schon ein Wither Fight machen können. Aber ich befürchte, das muss noch ein bisschen warten. Oh. Wichser. Ich bin ganz schön down momentan. Hörst du auf mich an zu... Ich brauche Wither Skeletons und nichts anderes. Naja, ich warte nochmal und so nochmal ein bisschen. Vielleicht haben wir noch mehr Glück im... beziehungsweise hoffentlich haben wir irgendwann mal Glück. Bis jetzt haben wir noch gar kein Glück gehabt. Außer wir finden. Wow. Also bis gleich. Thank you.
Yes! Wir haben unseren ersten Wither-Skeleton-Squill. Und keine Ahnung, wie viele ich jetzt schon getötet habe, aber es dauert ziemlich lange, aber ich habe hier einen ziemlich guten Spawn-Bereich. Aber jetzt sehe ich gerade, hier hinten ist ja noch eine Fortress. Und wenn das mal nicht ideal ist, glaube ich. Weil schau mal, das ist nur in der Lava. Das heißt, es gibt keinen anderen Spawn-Bereich eigentlich. Und wie fett das Teil ist. Ich bin unglaublich dazu geneigt, das zu probieren, hier nochmal ein paar mehr Nether-Squills, Skeleton, wie auch immer, Squills zu bekommen. Nebenbei bemerkt, meine andere Spitzhacke ist kaputt. Die habe ich beim bisschen Nether-Rack abbauen leider Gottes zerstört. Aber ich denke auf jeden Fall, ich will darüber. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Den brauchen wir ganz dringend. Da brauchen wir den einen Pfeil auch ganz dringend. Das brauchen wir nicht. Ja, lassen wir mal noch da. Jo. Vielleicht mal eine Speed Potion nehmen. Meine Rüstung ist auch schon das eine Teil kaputt. Das war eigentlich klar. Jetzt schauen wir nochmal da vorne. Vielleicht sind da gerade wieder welche. Weil ich finde es hier nicht schlecht. Also es spawnen hier doch schon ganz schön viele. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass man so lange braucht. Hier sind auch schon wieder welche. Und überall diese Drecksblazes. Die kotzen mich sowas von an. Genau das war das, was ich eben vermeiden wollte. Aber es ist jetzt zum Glück nichts passiert, mehr oder weniger. Verloren hat da eh nichts. Kleine Drecksau, hä? Ich hasse diese Blazes. Das sind so ziemlich die gemeinsten Viecher, die es gibt. Hinten ist momentan auch keiner, da ist keiner, da ist keiner. Ich bin immer hier, der hier oben gewesen eigentlich, und dann habe ich immer so geschaut. Und meistens war dann relativ bald und zügig immer jemand da. Nur eben um unseren ersten Kopf überhaupt mal zu bekommen, hat es ja ewig schon gedauert. Auch das Zurückfinden wird damit sehr cool. Denn ich habe jetzt schon, ja, keine Ahnung eigentlich mehr so recht, wie ich nach Hause komme. Jetzt bloß die Frage, reichen uns dafür? Ja, es dürfte reichen. Ich probiere mal, mich darüber zu bauen, und dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich bin heil angekommen. Ganz einfach haben. Ganz leicht haben die gereicht. Die Blöcke. Nur unsere Fackeln sind nicht mehr allzu übermächtig vorhanden. Das heißt, wir können jetzt dieses Cave hier auch nicht groß ausleuchten. Und ich weiß es auch nicht, ob. Lol, lag. Massiv lag. Ob so eine gute Idee ist, aber möglicherweise ja, wenn ich hier schon gleich den ersten sehe, der aber ein Arschloch ist, weil er wieder nichts droppen lässt. Und es laggt so sehr, es ist Wahnsinn. Aber dieses Nether Fortress ist mal sowas von der Burner. Es ist nur auf einem Lavasee eigentlich. Wow. Und das sieht mal mega geil aus. Da oben ist zum Beispiel schon wieder einer gewesen, der ist gerade schon wieder despawned. Aber ich glaube hier, wenn wir das Zeug hier ausbauen, weil man kann ja überall, wo ein Nether Fortress ist, checkt das ganze Teil des und spawnt dann da eben so einen Wither Squill Skelett. Schlag mich tot. Und man kann das hier so machen, überall wo der Chunk ist, einfach oben eine komplette Fläche bauen und dann, das ist gefährlich, aber dann kann man eben so eine Fläche bauen und dann könnt ihr hier ganz viele spawnen rein, theoretisch jetzt mal so. Ah. Ich würde gerne weiter nach oben. Natürlich auch saugeil hier ist. Mega die Fläche, mega das Teil hier. Gehen wir mal schön die fast
So geplante Treppe rauf. Da hinten sehe ich schon drei. Da ist wieder einer. Das bisschen Land, was da dabei ist, das ist fast gar nichts. Schaut euch nur das fetten... Alter Schwede! Ja, du bist schlecht, ich weiß. Was? Drei? So, da werden wir es doch wohl auf unsere drei Skulls hier kommen, oder? Ich will diese Drecks-Skulls. Alter, das ist so fett! Aber so viele Blazes auch. Ah, wieder keiner, war ja klar. Magma Cubes, Blazes, Skeletons, alles. Das Teil ist mal das geilste, das ich je gesehen habe. Ich habe noch nie so ein fettes auch nur in irgendeinem Video von irgendjemandem mal gesehen. Ganz ruhig. Man kann vielleicht, wenn man will, über alles reden. Auch keins. Oder keinen, wie auch immer. Oh, voll daneben, hä? Du bringst mir gar nichts da drüben. Ich will nicht, dass du mich runterhaust und ich will auch nicht, dass ich dich runterhaue. Danke, dass du da runter gehst. So. Was, ein Steinschwert? Ist sehr cool. Das wusste ich nicht, dass die das fallen lassen. Bringt mir natürlich auch ganz viel. Also, das ist ja eigentlich der Grund, warum wir die suchen. Ich meine, wer will nicht ein Steinschwert von denen haben, hä? Ich meine, diese Steinschwerter schauen bei denen auch irgendwie so 10-mal größer aus, als wie sie normal sind.
Oh mein Gott, ich hab's endlich geschafft. Ey, halbe Stunde? Dreiviertel Stunde? Irgend sowas. Ewigkeiten. Da ist er, der dritte Squill. Ich habe vorher nämlich schon einen wiederbekommen. Habe ich nicht aufgenommen. Der liegt schon in der Ender Chest. Das sollte ich vielleicht mit dem auch gleich machen. Man weiß ja nie. 25 Knochen, von denen habe ich auch einen Haufen bekommen. Eine Gastrinne habe ich mal bekommen auch. Ah, heilige Scheiße. Ich bin total 14 Fleisch nur noch und Bogen schon kaputt fast und... Oh Gott. Aber jetzt nichts wie raus hier. Ihr seht, was das für ein Massen-Breeding-Station hier ist. Zombie-Bigmans und Dingsens, Squills und was weiß ich. Also so vom Bekommen, also vom Finden her, ist es hier überhaupt kein Problem. Also gefunden sind die Dinger, die Viecher gleich. Die spawnen bei mir quasi instant. Aber, ja. Da mal so einen schwulen Dingsens rauszubekommen. Das ist wirklich eine Aufgabe für sich. Das hätte ich nie geglaubt, dass das wirklich so schwer ist. Ja. Und also vor allem, es ist ja nicht schwer eigentlich so an sich, vor allem jetzt hier mit diesem super, ja, ich kann es echt nicht anders sagen, als super geilen Ort, wo ich die Dinge eigentlich quasi pur farmen kann. Nee, es ist einfach nur die Zeit, die drauf geht. Du tötest so viele. Uiuiui. Jetzt muss ich sterben vielleicht. das ist unglaublich. Und dann die ganzen Blazes, hey, die nerven einen so. Das ist echt nicht mehr menschlich. Und normal schon erst recht nicht. So, von Blazes werden wir momentan nicht verfolgt. Dann probieren wir doch mal unser Glück. Einfach mal straight drüber zu laufen. Wunderbar. Das Teil ist auf jeden Fall eines der geilsten oder das geilste Nether Fortress, das ich je gesehen habe. Wenn ihr schon mal sowas Cooles gesehen habt oder selber eins habt, könnt ihr mir gerne mal ein Seed oder wenn ein Video auch als Video-Antwort posten. Würde mich sehr interessieren. Ich muss jetzt noch schauen, dass wir hier rauskommen. Und nebenbei töte ich natürlich gerne weiter. Vielleicht haben wir vielleicht haben wir sogar das gleiche, nennen wir es mal Glück, wie der Tim letztens, oder ja, was heißt letztens, wo er das auch gemacht hat. letzten Skull dann zum Abschluss nochmal getötet und dann hat er natürlich nochmal einen bekommen. ja, es ist immer... nee. Aber das ist es fast. Wow. Was auch, glaube ich, ziemlich schlimm ist, wenn man zufälligerweise mal ein... Was, da habe ich mich mal hochgebaut? Okay. Das ist scheiße. Weil ich nicht weiß, wo es zurückgeht. Und jetzt ist mein Schwert auch noch kaputt. Scheiße. Ich habe mir für den Fall schon extra die ganzen Steinschwerter aufgehoben, die da so fallen lassen haben. Aber jetzt wird es dann echt zu einem Problem, würde ich mal fast sagen. Ich weiß noch, dass wir hier dann mal aufgehört haben. Geht es vielleicht doch da hinten? Da wieder raus. Mal den Fackeln nach. Ja, probieren wir es einfach mal. Ich weiß zwar nicht, wie wir dann hier gegangen sind oder wo wir dahin müssen. Aber das finden wir schon. Viel dabei haben wir eh nicht mehr. Das Einzige, was halt, ja, was halt schön wäre, wenn wir hinkommen würden, wir hätten wieder Level 30. Und das brauchen wir auch ganz dringend. Wir brauchen unbedingt eine neue Arbeiterspitzhacke. Wir haben jetzt nur noch Silk Touch und eine Fortune 2. Die kannst du mehr als in den Müll treten. Und ja, ein Schwert brauchen wir ganz dringend wieder, weil... ja, natürlich, ich trete mit dem Steinschwert gegen den Bruder höchstpersönlich an. Ich meine, so schwer kann der jetzt nicht sein.
Rüstung brauchen wir auch nicht. Vielleicht eine aus Leder, aber eigentlich muss nicht. So ungefähr. Habt ihr euch das vorgestellt, oder? Nee, ja, Schwert wird als nächstes enchanted. Bogen müssen wir wieder gerade biegen. Das glaube ich dürfte eigentlich mit dem Reparier-Heini, mit unserem Super Amboss ganz leicht gehen. Okay, jetzt sind hier auch welche. Probieren wir es mal. Okay. Kommen haben wir nix, aber wir haben den Ausgang wieder gefunden. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in hoffentlich alter Frische gleich wieder drüben in der normalen Welt. Beziehungsweise ich kann ja gleich. Ach ja. Das nehme ich jetzt noch kurz mit auf. Weil wir sind ja dann eh gleich beim Enchanting-Raum. Und soweit ich weiß, haben wir dann noch ein paar Diamanten. Und dann. Ja, genau. Können wir da gleich mal noch ein Schwert enchanten. Aha, Noob. Schauen wir mal, ob er eine Gasträne fallen gelassen hat. Jawohl. Ist immer gut. Ich habe zwar bis jetzt noch nie eine Regen-Potion gebraucht. Aber ich weiß, dass man dazu diese Gasträne braucht. Ah. Ja, auch eine gefallen. Auch eine fallen gelassen. Sehr, sehr gut. Jetzt glaube ich haben wir schon drei oder vier. Drei haben wir jetzt auf jeden Fall, weil eine ist noch in der Ender-Chest und zwei haben wir jetzt bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir sogar nicht noch eine auf Lager haben. Die Regen Potion können wir dann auf jeden Fall auch gegen den Wither, ja, benutzen. Ich denke, da werden wir Wither, Instant Health und ja, Speed, Strength, den ganzen Scheiß werden wir davor halt einnehmen. Und ja, es ist natürlich dunkel. Ist ja klar. Aber nichtsdestotrotz, wir wagen uns jetzt mal gleich auf in die Dunkelheit. Der Mond ist, glaube ich, eh schon wieder am Untergehen. Das heißt, es ist sehr gut. So. Neues Schwert, ich begrüße dich gleich jetzt. So. Ja, nur noch zwei Diamanten dann da. Das heißt, wenn das Schwert nichts werden würde, was es aber wird, wehe, wenn nicht, dann hätten wir immer noch ein bisschen was. Wir gehen für drei Sachen, würde ich sagen, einfach mal dreimal. Wir legen es, jetzt haben wir es einmal reingelegt, dann legen wir es zweimal rein und dann legen wir es dreimal rein. Warum dreimal? Wegen drei Squills und wir haben den. Ja, ich glaube ein relativ gutes Schwert. Smite 4 ist, glaube ich, relativ stark. Wenn da jetzt noch Fire Aspect oder sowas dabei wäre. Aber es bringt eh nichts gegen Wither. Also ich denke, dass dieses Schwert ziemlich gut gegen den Wither zu gebrauchen ist. Also das war auf jeden Fall mal ein guter Enchant, glaube ich. Und ja, für oder um die neue Spitzhacke und so werden wir uns beim nächsten Mal dann kümmern. Jetzt erstmal nach oben und die drei Wither Squills, Skeleton Squills, wie auch immer, schön rausholen. Ich möchte die nicht in der Ender Chest lassen. Tun wir in unsere wertvolle Kiste rein. Auch wenn sie vielleicht in der Ender Chest besser aufgehoben ist, ich weiß es nicht genau. So, Schwert daher. Schauen wir gerade mal, Bögen haben wir glaube ich auch ein paar, gell? Punch und Power. Nehmen wir einfach mal ein Power. Ups. Weil Unenchanted glaube ich haben wir jetzt nicht da. Obwohl, nee, doch, wir haben doch. Irgendwo haben wir. Oder hatten wir. Ja, ich glaube hatten wir. Oder ich habe es auf dem Temuja-Server. Genau, weiß ich jetzt auch nicht mehr. So, den Bogen und Power 1. Dann wäre Infinity und Power 3 wieder da mit 20 Leveln. Und 26 Level. Also wir brauchen so 20 Level für den Bogen, um den neu zu machen. Den brauchen wir auf jeden Fall. Jo. Oder ich schau mal, ob wir nicht noch einfach einen normalen Bogen craften. Ich glaube, das geht. Dürfte vielleicht sogar billiger sein.
3, den dazu, den da rein. Ja, ich mach mal hier soweit und dann sehen wir uns gleich wieder. So, alles ist soweit verstaut. Ich habe mich doch dazu entschlossen, dass ich hier wieder mal falsch gegangen bin. Ich habe mich doch entschlossen, Soul Sand und die Wither Skeleton Squill, wahrscheinlich Squills, weil es mehrere sind, dabei hier rein zu tun. Außerdem habe ich das hier wieder soweit mal, also ich denke, da ist es am sichersten. Dann habe ich hier das mal wieder soweit mit Speed und alles soweit aufgefüllt. Dann habe ich hier den ganzen Scheiß mal reingetan. Wir haben tatsächlich eine Gasträne hier noch drin gehabt. Die habe ich jetzt auch noch dazu getan. Es kommt alles mal später dann nach unten. Denn wir müssen dann Fett brauen. Wir brauchen eben Gunpowder für Wurftränke. Eben für, ja, Regen und so. Regen, Instant Damage, glaube ich, bringt bei dem nichts, aber Instant Health für uns halt so. Was mich interessieren würde, das werde ich wahrscheinlich noch im Creative Modus ausprobieren, ob der Wither einen sieht, wenn man Invisibility Potions benutzt. Weil das wäre mal sowas von krass mies. Ich glaube, das wäre das einfachste überhaupt, wenn du einfach mal so mit einer Invisibility Potion da rumgammelst und den Wither da mal gescheit verarscht. Aber das werde ich erst im Creative ausprobieren. Wenn es nämlich nichts bringt, dann können wir es weglassen. Bloß ich packe einfach mal 5 rüber. Dann können wir schon mal 15 Potions damit machen. Ein paar Nachtvision, Night Vision Potions und Invisibility Potions. Ich glaube, dass Invisibility Potions eigentlich im Singleplayer ziemlich nutzlos sind. Finde ich zumindest, weil... Ja gut, die Zombies sehen dich halt nicht, aber ich meine... ja, ist, die sind eigentlich gut, vielleicht auf hart bringt's was, aber nicht auf easy, so wie wir spielen, weil eigentlich kannst du an denen einfach nur vorbeilaufen, das ist, die sind so schlecht, ja. Ja. Ich denke, ich werde diese Folge für jetzt beenden, das war eine sehr, sehr, sehr lange Folge, zumindest für mich. Keine Ahnung, wie lang ich da jetzt, ich kann zwar verstehen, also zum Beispiel jetzt ein Isa oder so, dass er 4 Beacons haben will, weil es schon geil ist. Du hast dann Speed, du hast Jump, du hast Haste und du hast Resistance oder irgend sowas. 4 gute Sachen halt auf jeden Fall. Und ja, also das macht schon echt, ist schon echt geil, aber was du da Zeit investierst, um diese verkackten 12 Dinger da zu finden. Keine Ahnung. 6 Stunden? 8 Stunden? Nur am Suchen, beziehungsweise Suchen ist ja nicht das Problem. Soweit ich weiß, auf dem Minecraft-Server gibt es auch ein ziemlich geiles Nether Fortress. Die haben das auch schon so richtig ausgebaut. Aber ich meine, ihr habt ja gesehen bei mir, da permanent, von da bin ich nach da gelaufen, von da habe ich wieder 2 getötet, da wieder da 3, da wieder 2 und permanent eigentlich am Laufen. Ich habe immer welche gehabt. Aber es war so schwer, diese Dinger zu kommen. Keine Ahnung, die Chance, dass die da spawnen, ich müsste eigentlich echt mal nachschauen. Beziehungsweise spawnen, sondern dass die droppen lassen. Vielleicht könnte ich gerade mal nachschauen, wenn das Internet will. Schauen wir mal. Ja, ein neuer Kommentar. Der muss jetzt gerade mal warten. Ich weiß leider nicht, wo man da nachschaut. Ich schätze mal unter NPCs. Und dann unter Wither Skeleton. Wither Skeleton Schädel. Steht da irgendwo von der Wahrscheinlichkeit? Stackbar, ja. Blöcke. Item. Die wahrscheinlich nur der Wissen kann verfügbar zu spawnen. Ne, da steht leider jetzt mal nichts von. Nichts davon da, von was für einer Wahrscheinlichkeit diese Köpfe da gedroppt werden. Vielleicht beim Wither selber, beim Wither Skeleton. Kohle und
Schell und Steinschwerter. Die Schell werden benötigt, um Wither-Effekt. Nee. Steht nicht da. Spawnt in Nether-Festungen, ja. Schwer, Stärke. Im Schwert sind dir die viel ab. Er ja, leckt mich am Arsche. 6 Herzen. Bei uns ziehen sie 2,5 ab. Scheiße. Ja, nee, aber von prozentualen Dingen, keine Ahnung, wo man da nachschaut. Das könnt ihr vielleicht auch mal unten in die Videobeschreibung, in die Videobeschreibung, in die Kommentare schreiben. Vielleicht, ja, da und da ist es, und da kannst du es eben nachschauen. Oder eben mir sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Wenn es jemand weiß, würde mich sehr interessieren und mich freuen, wenn das jemand unten reinposten würde. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ob wir nächstes Mal schon gegen den Widder antreten werden, weiß ich noch nicht. Vermutlicherweise, aber nur, wenn wir es rechtzeitig schaffen, unsere ganzen Sachen hier einmal komplett aufzurüsten. Wir werden eine gut ausgerüstete Rüstung brauchen. Ich bin eigentlich eher abgeneigt dazu, Diamanten zu nehmen. Ich habe jetzt nicht so viele, wie ihr wisst, nur noch 48 oder so. Ich schätze, wir werden mit einer, ja, Level 30 ausgerüsteten Eisenrüstung gegen ihn antreten. Das dürfte eigentlich reichen. Und gut aufgepusht und genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch diese Folge gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Hohenkrebsring sagt Servus. Tschaußen.